So, meine Freunde, B-Monster am Start für euch. Und heute geht es in unseren Moveset Guides um Caputuro, den wilden, Entschuldigung, den wilden Bullen aus Generation 7, einer der Inselwächter. Und ein Feen-Pokémon vom, also ein Pokémon vom Typ Fee-Pflanze, hat 70 KP Base, 130 Angriffe, also sehr, sehr gut in der physischen Offensive. 115 Verteidigung, exzellente Werte eigentlich in Verteidigungswerten. 115 Verteidigung, 85 Spezialangriff, kann also auch speziell gespielt werden teilweise. 95 Spezialverteidigung und 75 Initiative. Ist also mittelschnell, aber kann dafür ordentlich austeilen und auch einiges wegstecken. Und wir gucken uns mal wie immer die Schwächen und Resistenzen an. Wir haben eine Resistenz gegen Drachen-Pokémon, ganz klar. Wir haben den Pflanze-Feen-Typ, also wir resistieren Drachenattacken. Bekommen halben Schaden durch Boden, Elektro, Kampf, Pflanzen, Unlicht und Wassermoves. Haben allerdings auch eine Schwäche oder Schwächen gegen Eis, Feuer, Flug und Stahlangriffe. Da bekommen wir doppelten Schaden und vierfachen Schaden, also passt da besonders drauf auf, sind Giftangriffe. Da solltet ihr echt wirklich die Beine in die Hand nehmen und das Pokémon im besten Fall auswechseln, außer ihr habt was Effektives dagegen in eurem Moveset. Und zu den Movesets kommen wir jetzt, nämlich, ich spiele das Ganze ziemlich gern mit Walschall und dem Graserzeuger als Fähigkeit. Es kann bloß diese Fähigkeit haben momentan. Und das Ganze mit Max Init, Max Angriff, 4 Spezialverteidigung, Wesen ist hart oder froh und dann ordentliche, schöne, offensive Moves. Holzhammer, Holzgeweih zum Recovern, wenn wir irgendwas wie so ein Sumpex drin haben, das leechen wir mit Holzgeweih komplett leer durch die vierfache Pflanzenschwäche. Kraftkoloss und Steinkante als Coverage gegen Eis-, Flug- und Gesteins-Pokémon. Ist ziemlich nice, allerdings ist auch die Feldbeschichtung oder das Feldbeschichtungsset ziemlich nice. Item Feldbeschichtung logischerweise. Macht also, dass euer Grasfeld länger bestehen bleibt und ihr deswegen länger die Recovery habt. 240 KP EVs, 252 Verteidigung, 16 Angriff. Das Ganze mit hartem Wesen und den Attacken Durchbruch, Holzgewalt zum durch wieder auffüllen, Delegator und Protzer zum Boosten. Ziel ist also, Delegator aufsetzen, Protzer hinterm Delegator machen und dann ordentlich die Gegner aufhalten. Und schön mit Holzgewalt immer mit Holzgewalt halt. Die Recovery kriegen und Durchbruch halt als offensiven Move. Wenn ihr Sets für Caputuro habt, dann schreibt sie bitte in die Kommentare. Ich bin da sehr gespannt drauf. Und ja, das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.